Ja, herzlich willkommen auf Zeitreisen, dem Kanal für deutsche mechanische Armbanduhren. Normalerweise kommen ja auf den Kanal Revus oder Sammler Vorschläge, aber ein User aus der Community hat mich auf die Idee gebracht, Uhren im Detail mit den Funktionen vorzustellen. Also wie bediene ich, wie funktioniert denn diese Uhr? Ja, dann legen wir los. Heute haben wir eine oder habe ich die Iron Annie Dessau G38 Vollkalender. Dazu habe ich das Review schon veröffentlicht und das verlinke ich unten nochmal in der Beschreibung. Dann kann man sich das Review zur Uhr auch nochmal ansehen. Als erstes schauen wir uns mal die Aufzugtechnik an, also die Krone bei 3 Uhr. Das ist eine Automatikuhr, allerdings Automatikuhren auch immer eine Starthilfe geben. Man sieht oben auf der Gangreserveanzeige, wie sich der Zeiger nach oben bewegt. Ja, und jetzt stellen wir das Datum ein. Dazu ziehen wir die Krone ganz raus, um dann die Zeiger zu drehen. Ich stelle jetzt immer so ein, damit ich weiß, ob ich Vormittag oder Nachmittag bin. Ich drehe einmal über 12 und sehe dann, ob sich das Datum mitbewegt. Und das hat man jetzt gesehen, das ist, hat umgeschalten. So, und in der Position stelle ich immer das Datum ein. Mit dem Drücker oben, mit diesem Pusher, kann man hier auf der rechten Seite sehen, ist das Monats, der Monatstotalisator. Und beim Drücken springt der Zeiger jeweils um einen Monat weiter. Gut, für den Wochentag und das Datum die Krone halb rausziehen. Und nach oben drehen, dann kann man das Datum einstellen. Man sieht jetzt unten hier schön, wie sich das Datumrad bewegt. In die andere Richtung, also zu mir her drehen, wird der Tag eingestellt. Da sieht man auch, wie sich der Zeiger jetzt bewegt auf dem linken Totalisator. So, wenn ich jetzt das Datum und den Tag richtig eingestellt habe, dann justiere ich mir meine Zeit und stelle mir die Zeit exakt ein, um dann die Krone wieder ganz einzudrücken. Ja, das waren die mechanischen Funktionen der Uhr. Jetzt haben wir hier auf dieser Uhr noch ein Pulsometer außen und diese Funktion erkläre ich auch schnell. Das ist ganz einfach. Im Endeffekt muss ich warten, bis der Sekundenzeiger bei 12 ist. Und wenn der bei 12 ist, nehme ich den Puls jetzt und zähle die Pulsschläge. Und zwar bis 30. Ja, und wenn man jetzt bei 30 angekommen ist, jetzt, dann habe ich gesehen, dass der Sekundenzeiger hier bei der 70 durchgelaufen ist. Und somit weiß ich, dass ich einen Puls von 70 Pulsschlägen pro Minute habe. Normalerweise kennt man das von Chronographen, da ist es einfacher, weil ich da nicht warten muss, bis der Sekundenzeiger bei 12 vorbeiläuft, sondern kann ich einfach mit dem Sekundenzeiger stoppen und den Puls eben nehmen. Also ich zähle einfach den Puls bis 30 und wenn ich bei 30 angekommen bin, dann steht der Sekundenzeiger dort, wie viel Puls umgerechnet es dann auf die Minute ist. Ja, das waren alle Funktionen der Iron Annie G38 Dessau. Ich hoffe, das Video ist informativ und das werden wir jetzt häufiger machen.
Ja, ich wünsche euch wie immer eine schöne Zeit mit vielen Grüßen aus Rosenheim.